Okay, gut. Autsch. Nehmen wir mal wieder so eine Bandage. Gut. Wie viele Anywhere Diaries haben wir eigentlich? Augenblick. 4 Stück? Okay, gut. Wenn es knapp wird, können wir eins benutzen. Ach, komm, Leute. Erledigt. Okay. Ich wollte eigentlich diesem Loch ausweichen. Na gut. Weichen wir stattdessen diesen hier aus. Ha, jetzt seid ihr alle vor mir. Das heißt, ihr könnt mir nicht mehr in den Rücken fallen. Und wenn es sein muss... Ah, habe ich zu spät reagiert mit meinem Block. Ach, wieder zu spät. Und wieder zu spät. Ah, gut. Gegen diese Attacke kann ich nicht blocken. Gut zu wissen. Ha. Fresse. So. Ja. Witzig, dass sie da den Speer trägt, wo ich die ganze Zeit die Axt benutze. Aber hey, sobald wir da alles voll haben, machen wir da. Aerial Level Up, gut. Oh, ich krieg nur einen Punkt und Verteidigung steigt um 2 Punkte und Angriffskraft nur um 1. Das ist doof. Dann mache ich mal hier, Attacke 2, so. Gut, von diesem Loch halte ich mich erstmal fern. Jetzt gucken wir mal Equipment. Oh ne, eigentlich wollte ich mir die Waffen ansehen, genau. Hey, 188 von 255. Wow, das dauert ja dann jetzt nur noch eine halbe Ewigkeit. Sehen. Ein Speer wäre nicht schlecht. Genau, dann versuche ich das Blaze Orden auf den Speer anzuwenden. Damit wir mal ein besseres Speer haben. Dann habe ich auch meinen Reichweitenangriff wieder. So. Gut. Jupp, wir können tatsächlich runterspringen, gut. Und jetzt nehme ich an, müssen wir da den Weg nach Osten finden. Hey, da geht's auch weiter. Ach komm. Oh nee, nicht du schon wieder. Euch kille ich euch jetzt, alle. Los hier, metzle ein bisschen. Oh, das geht automatisch dahin zurück, gut zu wissen. Autsch. Autsch. Okay, gut. Erledigt. Diesmal habe ich doch ein paar Mal geblockt, obwohl der wirklich fies ist, muss ich sagen. Gut, deiner. Lernt Burst Flare. Okay, gut. Wie sieht's auf der Magischfront aus? Okay, gut. Können Stormwind jetzt noch ein paar Mal anwenden. Dafür haben wir schon zu viel verbraucht. Okay, wenn wir Aqua Tornado und Stormwind jeweils einmal verwenden können, kann ich das hier mal probieren. Ha, das ist eine ziemlich merkwürdige Beschreibung. Hilft das Feind nur? Ich nehme mal an, nicht. Quick Move. Oh, dass man sich schneller bewegen kann. Das probiere ich mal demnächst aus. Okay. Chain Spark. Nee, da brauchen wir ein bisschen Heilung, also. Ändern wir das mal. Tauschen es gegen Stormwind aus. So. Und den Aqua Tornado. Okay. Jetzt müssen wir nur den richtigen Weg finden. Und eben sind wir in dieses Loch gefallen und... Oh, hier unten geht's weiter. Ja, jetzt fühle ich mich dämlich. Aber was zum Roboter? Muss das sein? Zumindest scheinen die ziemlich empfindlich gegen meine Axt zu sein. Das ist komisch hier. Gegner schlagen hart zu, können aber nicht viel einstecken. Nun, ich beschwere mich nicht. So. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Nichts. Nichts und nichts. Oh, ein mysteriöses Ei. Okay. Gut, hier können wir nichts machen. Springen wir runter. So. Sind wir wieder mal hier in einer großen komischen Zone. Und wir finden mysteriöse Eier hier drunter und Laub. Und flache Steine. Und werden Mutanten angegriffen hier. Oh ne, nicht ihr Viecher schon wieder. Autsch. Ja, das ist gefährlich.
Voll. Bin mal gespannt, was das macht. Hey, gut. Das bringt zwar nicht so viel wie der Aquatornado, aber hey. Ja, gerade rechtzeitig. Okay, raus hier. Und wir sind wieder oben. Yay. Was versteckt sich hier jetzt, ne? Nichts. Bin ich enttäuscht. Och. Ist zum Geier. Wo haben die sich versteckt? Oh Mann, ey. Stirb, stirb. Hark. Ach. Komm mal, Mädchen, block mal ein bisschen schneller. Was war das denn jetzt hier? Ach, ich hasse es, wenn so viele Gegner auf einem Fleck stehen. So, erledigt. Ah, bleibt bloß tot, ihr Viecher. Gut, welche Waffe war das nochmal? Gar keine. Okay. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, wir kommen ja bald an Speicherstelle, Aufladestelle zum Heilen oder zumindest ein Teleporter, damit ich fliehen kann. Ansonsten wird das nämlich eklig. Okay, unsere Waffen waren gerade so eben adäquat. Also natürlich schlecht. Mal der Informationshalber. Was für eine Festung ist das? Donnerfestung. Okay, gut. Das ist nicht so ein Stuss wie... Oh, das ist die... Okay, gut. Dann gucken wir mal, ob es hier irgendwas Neues gibt. Was wir erschaffen können mit den magischen Sachen, die wir hier haben. Ein Rubin-Dings da. Na genau, das war das, was wir jetzt haben. Das macht uns ein bisschen stärker Sachen angreifen. 15. Aha. Und hier haben wir noch Stiefel. Die sind nicht so gut. Wir können ja immer nur einen Gegenstand tragen. Okay, also etwas ein bisschen stärkere Verteidigung wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Aber wir brauchen Schwermetall dafür. Das haben wir nicht. Na gut. Ist ohnehin nur nach Punkten gleich gut. Und mehr Angriffskraft ist ja auch nicht schlecht. Das können wir uns kaufen. Bandagen. Gut, da haben wir so viel verbraucht. Dann sorge ich mal dafür, dass wir wieder welche haben. Ah ja. Davon eins verbraucht. Und den Speer. Und dann schmieden wir beide neu. Genau. Gut. Jetzt werden wir kreativ hier. Oh, Mist. Wird anscheinend halbiert, was wir gefunden haben. Na gut, dann machen wir jetzt mal eine gute neue Waffe draus. Ein Block of Fire. Gut. Jetzt gucken wir mal, was für eine tolle Axt wir jetzt kriegen. Zap, zap. Eine Axt. Tada. Eine Schlitzer-Axt. Na gut. Eine bessere Axt ist doch nicht schlecht. Jetzt machen wir das gleich aber noch mit dem Speer. Was kriegen wir da? Anscheinend eine Art Hellebarde oder was? Tada. Wir haben die Aufspießer, die Durchstoßer, den Durchstoßerspeer. Wirklich? Sieht für mich aus wie eine helle Bade. Aber tun wir mal so. Gut, wir könnten noch, wenn wir wollten, ein weiteres Schwert machen, aber das ist natürlich dämlich. Gut, die Dinger sind jetzt wirklich furchtbar anzuschauen. Ein Drittel stärker als der dieser Säbel und doppelt so stark wie die anderen Waffen. Wir brauchen dringend mal mehr Erz. Und ich könnte upgraden mit Eisen. Okay, den können wir dann auch nochmal upgraden. Oder ich hatte gerade eine bessere Idee, weil wir auch Erfahrung brauchen, damit unsere Sachen besser werden. Wir haben ja noch diese zusätzlichen Shape Stones. Gucken wir mal. Machen wir mal zusätzliche Waffen. Das ist immer nützlich. Und wenn ich die nicht brauche, kann ich sie wieder auseinandernehmen. Einfach nicht fragen, es funktioniert ja einfach so. Kann man Waffen natürlich wieder auseinandernehmen und neu schmieden.
Genau, also wenn ihr das nächste Mal also einem Schwert eine Axt machen wollt, nehmt einfach nur ein super tolles Ninja-Schwert und nehmt es auseinander, bis ihr wieder Erz und Schwertstein habt. Genauso funktioniert auch echtes Schmieden. Wirklich wahr, glaubt mir. Jetzt reparieren wir erstmal all den ganzen Quatsch, den wir gemacht haben. Und all das Zeug, was wir getan haben, hat unsichtbare Erfahrungsstatus zugemacht. Wir sind gerade Pros, Professionals. Das ist schon ganz gut. Aber ich schätze, der nächste Rang ist so lächerlich. Ist schon ein bisschen höher. Meine in Sachen Superlative. So, die komischen Clown nehmen wir mal weg. Okay. Testen wir mal die ganzen Waffen, die wir gebastelt haben. Ich spüre noch langsam, wie meine Kehle vom Reden trocken wird. Geht wohl nicht mehr so lange. Okay, gut. Jetzt haben wir bessere Waffen, wir sind ohnehin stärker als vorher und wir haben unsere Heilgegenstände aufgesammelt. Und, das hatte ich noch fast vergessen, Magie. Können wir jetzt umrüsten. Okay, Aufnahmeschwierigkeiten, das Programm hat angefangen zu spinnen. Jetzt geht's wieder, dann springen wir zur Donnerfortress. Oh wow. Kommt noch mindestens die Feuer- und die Erdfestung und noch ein paar tausend Sachen mehr. Okay. 5:15, wow, schon wieder fast eine Stunde vorbei. Ah ja. Probieren wir mal diese neuen Waffen aus hier. Und gucken mal, ob wir hier wenigstens jetzt wieder was finden. Juhu, ein besonders ekliger Wurm. Lackwurm. Oh, beim nächsten Mal werde ich mal danach googeln und gucken, was das ist. Und hier versteckt sich nichts. Das ist nervtötend. Okay, gut, jetzt Kampf. Okay, zum Speer wechseln. Nee, du bleibst da, ihr bleibt da hinten, Jungs. Ihr bleibt da hinten schön, ja? Ich will euch hier nicht in meiner Nähe haben. Ja, das ist doch schon ganz anders als vorher. Viel angenehmer. Ah, genau, einer zu wenig. Geht. Jetzt testen wir nochmal unsere neue Axt. Wir hauen hier wie die Axt im Walde. Nee, du bleibst da. Du bleibst da. Okay, ein bisschen können wir ja noch. Ah, wir können uns die Festung mal ansehen. Zap, zap, da scheint noch irgendwas zu funktionieren. Ah, ich habe sie gefunden. Das ist bestimmt eine Festung. Das... Blitz und hier ein Donner am Eingang, genau wie Nina sagte. Die Luft riecht seltsam hier. Ist wahrscheinlich Ozon, ne? Elektrizität und so weiter. Nina sagt, es ist ein bisschen scary. Aber lasst uns mal reingehen und nachsehen. Ach ja, Zwangszwischensequenz, wir können nichts selbst entdecken. Warnung, Intruder, Intruder, Eindringling, Eindringling, Exterminate, Exterminate. Was? Oh nein, was ist das? Daleks. Warning, Warning. Haut sofort ab oder ich hole die Daleks. Failure to comply will result in activation of defensive systems. I repeat. Failure to comply will... Ihr wisst. Aktivieren. Okay, der Shit ist mir zum Mund. Ich hau ab. Let's get out of here. Genau. Was? Du Feigling. Halt. Was? Was ist? Scanning complete. Individual wird als Eckenfechter identifiziert. Okay, gut. Durch ein magisches Loch sind wir in der Zeit zurückgefallen und diesmal kämpfen wir. Ha, wir müssen weiterkämpfen. Los. Lass uns angreifen, Deiner. Okay. Aber ich fühle mich nicht so gut. Okay, und jetzt greift es uns an. Okay, let's go. Und, hey, eine Explosion. Na, warte eine Sekunde. Wir müssen das Ding angreifen? Du, sieht nicht so zäh aus. Wir haben keine Chance. Time to fight. Halt! Was ist? Scanning complete. Und ab hier geht's ganz normal weiter. Er identifiziert uns als den komischen Klingen- oder Eckenfechter. Oh, aber er kennt ihn sie trotzdem nicht. Aber halt nur als... Aha. Aha.
Er ist... Ist das vielleicht Ihr Vater oder was? Graham, er ist mein Vater. Woher weißt du das? Was bist du? Wer bist du? Ich bin ED-106, ein Transport. Einen Augenblick, das muss ich jetzt erstmal verstehen. Er ist ein Transport-Erkundungstype-Mechanoid, designated als Bruno. Ein Transport-Erkunder? Naja, ich bin sicher, das Militär braucht bestimmt alles. Ich warte hier in dieser Festung noch auf den Klingenfechter. Du wartest für mich? Heißt das, du weißt, wo die Dämonenklinge ist? Ich kann diese... Hey, du hast es gefressen! Es wird aufgeladen. Das ist seltsam, das würde ich auch sagen. Aber man sieht, der Unterschied zu der anderen Option ist einfach nur, dass man als Feigling beschimpft wird, aber ansonsten geht es wahrscheinlich genauso weiter. Also lassen wir es so jetzt. Charging complete. I'm charging my laser. Oh no, was ist mir mit dem Erinnerungsstück an meinen Vater passiert? Energie wurde wieder in die Kontrolleinheit zurückgeleitet. Was heißt das? Es heißt, die Energie wurde... den Transformationstest wird durchgeführt. Ein einzelner Körper verwandelt sich in eine neue Form. Das ist der Mono-Shift. Das macht ja halbwegs Sinn, oder spiele ich das schon zu lange? Mono-Shift? Nein! Irgendwas passiert! Nein! Zap! Ariel! Jetzt hat sie sich tatsächlich in einen Luftgeist verwandelt. Jetzt beginnt der Combat-Test. Ein Endgegnerkampf doch noch. Okay, gut. Autsch. Okay, gut, wir können kräftiger zuhauen, aber wir können unsere Supermagie nicht einsetzen, das ist natürlich... Autsch, du Mist. Ha, Doppelhieb. Okay, hier brauchen wir gar nicht mal kontern, weil wir so viel Schaden anrichten. Ha, Axt in die Fresse, Lösung für alles. Und hey, sie verwandelt sich zurück. Yippoo. Genau, Sieg gegen diesen komischen Zentauren. Ah, seht ihr, der Test wäre auch in der anderen Option notwendig geworden. Und hey, Level Up für alle Beteiligten. Deiner wird aufgelevelt. Wir bekommen ein Item. Medkit. Aber Ariel ist nicht richtig. Hat nicht genügend Erfahrungspunkte gesammelt zum Aufstufen. Hey Ariel, geht's dir gut? Bruno Shift disengaged. Keine Probleme detektiert. Alles in Ordnung. Aber du hast dir das angetan. Warum? Mono-Shift und ihre Operationseinheiten wurden bestätigt. Gib mir das Ding bloß zurück. Okay, Unit operating normally. Mono-Shift kann jetzt kontrolliert werden. Was? Ich kann das nochmal machen? Heißt das, ich kann diese Verhandlung jetzt... Ja, Mensch, um Himmels Willen, was sollen diese dummen Fragen? Muss der Roboter dir das erst ins Gedächtnis implantieren, bevor du das merkst? Junge, hier ist er echt vergesslich. Wenn du diese rote Dämonen-Dings da Dinge im Kampf verwandelst, benutzt, verwandelst du dich. Okay. Please state your name. Ich bin Ariel und das ist mein Guardian Beast Diner. Back off, Clanky. Registrierung komplett. Voice Command Control ist available. Tja, ich habe zwar überhaupt nichts verstanden, aber hey, danke für was immer du gemacht hast. Okay, was soll ich jetzt machen? Command Receive, Command Requested, Processing Command. Was? Ja, ist das Ding mit Microsoft 95 programmiert oder was? Ich sollte irgendwas fragen. Ich weiß nicht, was ich fragen sollte. Du solltest mich fragen... ja, genau. Sie sollte Fragen stellen, worauf diese Antworten hören will. Das ist gut. Okay, fangen wir mal an. Bitte sprich so, dass ich dich verstehen kann. Komm, das war ziemlich klar. Oh, wow, das ist ein guter Start. Affirmative Changing Language Settings. Change in Progress. Veränderung vollständig. Okay. Dude, ich bin Bruno. Du verstehst, was ich sage? Das ist eine ziemlich drastische Veränderung.
Aber zurück zu dem, was ich wissen wollte. Bruno, kannst du mir sagen, wo ich die Dämonenklinge finde? Natürlich, Dude. Wirklich? Gut. Sag es mir. Bitte, das hättet ihr auch alles in ein Textfenster packen können. Null Problemo. Tatsächlich zeige ich euch den Weg. Oh wow, danke. Aber bevor wir losfahren, muss ich noch meinen Teleportationsapparat fertig machen. Nur noch Momento, please. Teleporter? Was ist das? Komm, sie benutzt die Teleporter da draußen noch schon tausendmal. Müsste sie das nicht verstehen, was das ist? Es ist ein Werkzeug, das in meinen Körper eingebaut ist, Buddy. Es kann uns überall hinbringen, in einem Flash. Zip, zaui, Shazam. Wenn du es benutzt, wirst du direkt zur Dämonenklinge teleportiert. Cool, nicht wahr? Wow, das ist wirklich gut. Oh wow, wir müssen nicht alle 100 Mindfestungen des Periodensystems durchmachen? Hey, das ist gut. Gnali, Tubular, Radical. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ah ja, und wo bitte schon versteckt es sich? Dumm-di-dumm-di-dumm. Ach, ich bin wahrscheinlich zu dumm. Oder mit im Backroom heißt es hier draußen irgendwo. Oh, toll, danke. Ich darf es also suchen. Dann ist es wahrscheinlich wieder so wie in der Stadt, wo es irgendwo herum... Oh, da ist es doch. Gefunden. Na, aber ich frage mich, warum es hier ist. Ich denke, Rocky, ich erinnere mich daran, dass Rocky davon erzählt hat, dass er in der Windfestung so ein Ding gefunden hat. Okay, gut. Dann gehen wir hin. Und sagte Nina nicht, dass ein Beschwörer da zu leben soll? Na gut. Ah, gut zu wissen. Na gut. Ich sehe es schon. Wenn wir also zur Wind- und Wasserfestung gehen, finden wir noch zwei, dann haben wir schon 3 von 4. Beziehungsweise zu den Typen, die wir dort getroffen haben. Yep. Okay, gut. Okay, let's get it installed. Okay, jetzt soll sie also helfen, das einzusetzen. Und sie kritisiert das, weil sie sich daran erinnert, wie schlecht Ariel mit Maschinen sein soll. Komm, das sollte nicht so schwer sein. So, ist es sicher weiterzumachen? Natürlich. Cool. Los, nimm diesen Kristall und installiere ihn. Und hier ist die 500-seitige Anleitung, die du dafür benötigst. Viel Spaß. Okay. Warte. Oh, komm. Passt. Geh da rein, du kleines... Ah. Ups. Wow. Das war wirklich wunderbar. Ich wusste es. Und jetzt? Bruno, geht's dir gut? Das ist nicht gut. Ich habe ihn umgebracht. Was hast du kaputt gemacht? Du musst es nicht so sagen, dir. Ich habe